Die Zerstörung von ARD slash das erste Zusammenarbeit mit rechtsextremen Lügen, Doxing und mehr. Wilder Titel, ich bin sehr gespannt. Abfahrt, let's Echt go. bitter. Rein ins Video. Ich bin gespannt. Wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hab davon nichts mitbekommen, dass die ARD Scheiße gebaut hat. Aber Just Nero wird uns wahrscheinlich jetzt aufklären. Ey, bitte teilt dieses Video überall. Verbreitet das. Ich habe selten so viel Aufwand in ein Video gesteckt und das ist einfach ein Thema, das muss groß gemacht werden. Also ich bitte euch wirklich, teilt. Okay, erstmal ein Videotipp an Just Nero. Das Video, dann Leute fragen, dass sie was tun können. Aber egal, wir gucken erstmal. Das Video überall auf Instagram oder sonst wo. Ich reposte dann euren Post oder was auch immer. Lol. YouTube hat mir diese Funktion gegeben, mit der ihr mir via Klick auf dieses Herz hier Kohlen hinterher schmeißen könnt. Ich fordere aktiv dazu auf, dies nicht zu tun. Ich verdiene genug Geld. Sonst hätte ich nicht für dieses Video über 1000 Euro auf den Kopf gehauen. Na? Bro. Das ist wie wenn ich sage, Bros, hier auf Twitch, bitte donate mir kein Geld, ich habe wirklich genug Geld. Es ist wirklich dasselbe. Weil immer wenn man das sagt, kommt eine Donation rein. Deswegen einfach nicht ansprechen, dann machen es die wenigsten Leute. Weil wenn man hier sagt, wirklich, donate mir kein Geld, ich habe genug Geld, kommt auf Safe immer eine Donation rein. Das ist halt Regel. Unsere Öffentlich-Rechtlichen, besser gesagt, das Erste, haben eine Rabiat-Dokumentation über Hater im Internet veröffentlicht. Rabiat ist sowas wie Y-Kollektiv, glaube ich, ne? Ich habe, glaube ich, aber noch nie was von Rabiat gesehen. Bei der mir so einige Ungereimtheiten aufgefallen sind. Umso weiter ich über diese Doku recherchiert habe, desto mehr wirklich düstere Sachen sind zum Vorschein gekommen. Sie hat aufgrund von Rabiat YouTube-Richtlinien sämtliche Beweise, die nicht YouTube-freundlich sind, findet ihr in einem Link in den Kommentaren. Oh, okay. Mir blieb teilweise wirklich die Spucke weg. Und wahrscheinlich wird es euch ebenso ergehen. Wir reden hier nicht über einige unterirdische Recherchefehler, also auch. Aber es geht unter anderem um mutmaßlich bewusstes Lügen, Tatsachenverdrehung, die krampfhafte Durchdrückung des geplanten Narratives via Tendenzenrecherche. Das ist immer ein Problem, wenn man irgendwie so, wenn man so das, was man so vermitteln möchte, so krampfhaft irgendwie versucht durchzuboxen. Obwohl man auch andere Quellen oder andere Informationen oder andere Fakten mittlerweile kennt. Das ist immer ein Problem, dass wenn man sagt, ey, ich möchte auf jeden Fall, dass das Video, dass ich das Fazit aus dem Video ziehen kann, dann findet man einen Weg, das auch zu machen, aber ist halt nicht das Coolste, sondern man sollte halt einfach alle Fakten auf den Tisch hauen. Und außer Achtlassung aller Gegenpunkte, wie wir es bereits in der Causa Rezo slash offen und ehrlich gesehen haben, Manipulation durch bewusstes Weglassen, harte Diffamierung einiger YouTuber und Kritiker, wie beispielsweise erneut Rezo, Okay, Rabi hat auch gegen Rezo geschossen, ich bin gespannt. die Verteidigung Aline Bachmanns, die als armes, unschuldiges Opfer hingestellt wird, Okay, jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. ohne auch nur eine ihrer Taten richtig zu beleuchten. Grobe Verstöße gegen journalistische Standards, die man eher von der Bild gewöhnt wäre. Massivste Fehler, Manipulation sowie Zusammenarbeit der ARD mit einem Rechtsextremen. Bezahlt von Ja, nicht so cool. Rundfunkgebühren. Zu Beginn sei gesagt, dass ich mit dem ARD-Zuschauerservice telefoniert habe und eine E-Mail-Adresse weitergeleitet bekommen habe. An diese Mail-Adresse habe ich eine Nachricht gesendet in Bezug auf ihre Doku. Diese Na. blieb jedoch bis zum jetzigen Stand unbeantwortet. Wie erwähnt, geht es um Trolle und Hate. Mich würde interessieren, was in der Nachricht drin stand, die Nero geschrieben hat. Simplicissimus veröffentlicht die Mails immer. Und ich finde es sehr gut, dass sie es machen. Im Internet. Der Y-Kollektiv-Journalist Christoph Köbel hat sich einen Hater geschnappt, den er privat kennt, weil dieser der beste Freund seines Bruders und eine lebenslange Bekanntschaft ist. Besagter Hater soll ein Aussteiger aus der Szene sein, woran ich aber so einige starke Zweifel hege, dazu jedoch später mehr. Gerade gegen Ende der Doku wird des Öfteren Kritik und Hate durcheinander gewürfelt, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Ich trage vor, die Selbstbeschreibung. Was passiert, wenn sich Menschen komplett dem Hass verschreiben und nahezu ihr ganzes Leben darauf ausrichten, andere Menschen zu schaden? In Rabiat, Bekenntnisse eines Haters, beleuchtet Reporter Christoph Köbel eine Szene, die zwar über das Internet agiert, aber auch das ganz reale Leben von Menschen zur Hölle macht. Sie organisieren sich in Messenger-Gruppen und stalken oder mobben ihre Opfer, bis diese kein normales Leben mehr führen können. Rabiat Reporter Christoph Köbel gelingt es, einen solchen Hater aus der virtuellen Anonymität vor die Kamera zu holen. Ja, gelingt ihm vielleicht, weil die beiden befreundet sind und sich ihr Leben lang kennen. Naja, legen wir los. Um Minute 1 und 12 Sekunden gibt der Reporter Folgendes zum Besten. Dies wird ein sehr, sehr persönlicher Film. Rabiat ist von Y-Kollektiv. Okay. Der Es ist nicht so was Ähnliches wie Y-Kollektiv. Es ist quasi Rabiat bei Y-Kollektiv. Sehr persönlicher Film. Denn es geht um einen jungen Mann, den ich schon kenne, seit er ein ganz, ganz kleiner Junge ist. Diese Information, dass Christoph Köbel den Hater, auch Vincent genannt, sehr gut kennt, wird später noch sehr wichtig. Ihr werdet es später merken. Ebenso gilt dies für folgende Szene. Vincent ist der kleine Bruder eines sehr guten Freundes von mir. Ich habe im Haus der Familie einen Großteil meiner Kindheit verbracht. Häufig hat mich die Familie mit in den Urlaub genommen.
wie hier zum Beispiel nach Griechenland. Auch das im Kopf behalten. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden gibt es schon mal das erste richtig große Upsi. Wir wollen uns einsperren und zocken. Es ist schön, dass ihr euch gemeinsam für 3 Tage einsperrt und zusammen zocken wollt. Ich weiß, auf alle Zeiten wahrscheinlich. Seid ja Buddies anscheinend, so wie ihr miteinander umgeht in der Doku. Benutzt ihr dann auch das Headset, das da hängt? Achtet mal ganz... Ei! Achtet mal auf die Farben, Chat. Genau darauf. Fällt euch was auf, Freunde? Und bessere Frage, lieber Reporter. Wenn du dich 3 Tage mit deinem Buddy Vincent zum Zocken eingesperrt hast, ist dir in dieser Zeit wirklich nicht aufgefallen, dass auf dem Headset die Flagge des Deutschen Reiches klebt? Beziehungsweise von 1933 bis 1935 die Flagge des Dritten Reiches? Ich wage es zu bezweifeln, dass du das nicht bemerkt hast. Das ist jetzt auch erstmal nur ein Indiz. Die, so 20 bis 30 weiteren Freunde, dazu habe ich eine Story. Ich war mal auf einer, wie nennt man das nochmal? Nicht eine WG, sondern so eine Studentenverbindung. Ich war mal auf einer Studentenverbindung-Party. Da hat uns jemand so eine Hausführung gegeben. Und plötzlich hing auch bei ihm im Zimmer einfach diese Flagge. Und ich war so... okay, was tue ich jetzt? Ich habe dann so getan, als hätte ich nicht gesehen, weil ich war so, okay, ich habe gute Laune, ich habe jetzt keinen Bock auf Stress. Ich gehe jetzt einfach wieder runter, tue so, ob ich nicht gesehen habe und halte mich einfach von dieser Person fern. Weil natürlich hätte ich auch eine Szene schieben können, aber ich war so, Bro, ich habe auch gerade keinen Bock drauf. Ja, aber das auf jeden Fall kritisch da. Indizien für einschlägige politische Gesinnungen, die du eigentlich hättest bemerken müssen, erbringe ich dann im 3. Kapitel dieses Videos. Es hat mir immer gereicht, wenn ich nah an den Hauptakteuren der Szene, also an den Masken quasi dran war. Die Aussage, dass es Vincent immer gereicht habe, nur mit den Masken, anders gesagt, den Opfern Kontakt zu haben, zeichnet er ein Bild, welches auch später verstärkt präsentiert wird, dass er geläutert... Wer sind jetzt die Masken genau? ...geläutert wäre und aus dieser Szene ausgestiegen ist. Ich frage euch, warum wird es so dargestellt, als wäre er ein Aussteiger, wenn er am Ende der Doku deutlich macht, dass er nach wie vor Kontakt mit Kopfnuss-Kalli habe. Also genau das, was ihm die ganze... Wer ist Kopfnuss-Kalli? ...ganze Zeit gereicht habe, um an dem Game teilzunehmen. Ist das eine bewusste Lüge, um einen Freund zu schützen, oder habt ihr da einfach irgendwas verbaselt? Kommt ja ein Foreshadow nach dem anderen, ne? In der nächsten Szene denkt sich der Reporter Begrifflichkeiten aus, die es eigentlich gar nicht gibt, und tut so, als wäre die Verwendung der Bezeichnung gang und gäbe. Und es zeigt sich so ein klitzekleiner Recherchefehler. Mit Masken meint die Szene Mobbing-Opfer. Ah, okay. Es gibt hunderte sogenannte Maskenjäger, die Cybermobbing zu ihrem Spiel gemacht haben. Also erstmal, ich hab... Bro, warum ist hier ein Video von Max Adlersson? Kritisch. Also erstmal, ich hab mich mit jemandem aus der Szene unterhalten, den Begriff, den du... So Adlersson. Chat, vor allem, bei Adlersson ist die Sache, wo ich mich immer frage, wie kann der noch nicht gecancelt worden sein, so komplett? Aber es gibt einfach Bilder von ihm, wo einfach so auch so Dritte Reichflaggen und sowas im Hintergrund rumhängen, wo ich mir denke, also Bro, also wie kann er noch so in Meme-Compilations vorkommen? Wie ist das okay, wie ist das machbar? Verwendest die sogenannten Maskenjäger, den gibt es nicht. Den hast du dir ausgedacht. Den einzigen Maskenjäger, den ich kenne, das ist Finn Kliman, von dem solltest du auch schon mal gehört haben. Der war ja auch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wild. Auch die Größenordnung ist dir mal um so ein paar Nullen verrutscht. Es handelt sich nicht um Hunderte, sondern um Hunderttausende im Falle des Drachenlords. Das sind relativ leicht herauszufindende Sachen. Wie ist das passiert? Ich meine, an für sich ist das ein Fehler, der nicht weiter relevant ist. Doch eigentlich schon, weil die Größenordnungen ja so absurd daneben sind. Sowieso, wenn bei Dingen, die man nach 3 Sekunden googeln herausfinden kann, schon solche groben Fehler gemacht werden, will ich nicht wissen, wie es aussieht, wenn es mal weiter ins Detail geht. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen Geld zur Verfügung stehen haben. Bro. Die Öffentlich-Rechtlichen bekommen 9,1 Milliarden. Ich denke mal jetzt im Jahr. Die ARD bekommen 6,3 Milliarden. Holy shit, Digga. Und damit eigentlich vernünftig recherchieren können sollten. Der Grund, warum ich darauf jetzt rumhacke, ist der, dass ich von den Öffentlich-Rechtlichen einfach einen gewissen Standard erwarte. Der hier des Öfteren... Ja. Öffentlich-Rechtlichen super wichtig, aber die müssen den Standard bedienen. Das ist super wichtig. Überhaupt nicht eingehalten wird. Um genau zu sein, so gut wie gar nicht. Eigentlich sind diese kleinen Fehler, wie gesagt, egal, aber wenn sowas halt alle 30 Sekunden passiert, wird es irgendwann kritisch. Bis zum nächsten Formfehler dauert es noch, 3 Sekunden. Bekannte Opfer sind zum Beispiel der Drachenlord, Rainer W., der YouTuber Mimon Baraka und eben auch Kopfnuss Kalli, der hier auf seinem YouTube-Channel trainiert. Die Zensierung des Nachnamens dient dem Schutz der Person, was ich bei so einer großen Plattform, die ihr nun mal eben habt, absolut verstehen kann.
Aber warum wird das bei Rainer eingehalten, bei Mimon aber nicht? Das ist komisch, zumal Mimon schützenswerter ist, weil er sich eben komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und jetzt einfach ein ruhiges Leben in Frieden lebt. Wirklich ein bisschen komisch. Es folgt eine Sequenz, ja, in der ein Täter zum Opfer... Aber wenn der Name eh schon bekannt war, oder der Nachname eh schon bekannt war, bei Rainer weiß man ja auch den Nachnamen. Ja. Ja, ich kenne die Person halt nicht, deswegen weiß ich nicht, wie bekannt der Name war. Niemand fragt, hey Tim, was passiert, wenn man vor deiner Tür kotet? Ich habe einen Basie direkt daneben hängen, also ich würde es nicht machen, Bro. Umgedichtet wird. Und glaub mir, das werden wir im Verlauf dieser Doku noch wesentlich öfter sehen. Gerade beim Drachenlorden bei Aline Bachmann. Vincent beschreibt, wie er sich als Frau ausgibt, um Kopfnuss Kali aus der Reserve zu locken. Daraufhin passiert Folgendes. Kali schickt Vincent alias Lina schnell und Videos beim... Später benutzt Vincent das Material, um ihn bloßzustellen. Es ist ja schön und gut, dass ihr Kali als Opfer darstellen wollt. Klar, macht man nicht, jemanden so zu verarschen. Aber wieso wird die Tatsache nicht beleuchtet, dass Kali ungefragte W.X-Videos an Frauen verschickt? Ich dachte mir auch gerade, Bro, jemand hat sich als Frau ausgegeben und der Dude schickt einfach Nudes? Ich weiß ja, außer der Nachwuchs gefragt, dass dann da war natürlich, aber trotzdem weird, Digga. Nicht nur jetzt an Vincent, das ist meines Wissens nach deutlich häufiger vorgekommen. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Es werden bewusst Fakten weggelassen, um das Opfernarrativ weiter nach vorne pushen zu können. Dass Kali sich strafbar gemacht hat, Paragraph 184, Verbreitung bestimmter Schriften, und damit auch noch eine Form der bestimmten Belästigung begangen hat, lasst ihr einfach weg. Weil es eben nicht in das Narrativ passt. Dieser Mann verschickt sofort sehr obszöne Bilder. Das geht nicht klar und gehört kritisiert. Was ihr sonst ja auch richtigerweise tut. Nur halt, wenn euch das nicht hilft, nicht. Kali wusste ja vorher nicht, dass Vincent dahinter steckt. Er ist davon ausgegangen, dass es sich um eine reale Frau handelt. Um das jetzt nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Eine Frau schreibt mit einem Mann. Und diese Frau bekommt ungefordert die Bilder. Und ihr stellt den Mann als Opfer der Situation dar. Das ist der rohe Kontext. Ja, das ist ein bisschen weird. Die Frage ist halt, was ich natürlich nicht weiß, ob nach Nudes gefragt wurde. Ich habe halt die Doku nicht gesehen. Aber wenn nicht danach gefragt wurde, dann nicht cool. Dann nicht, da sowas nicht machen, Freunde. Mm-mm. Aus. Er kriegt von meinem Basie einen Bonk, wenn der sowas macht. Kali wusste ja, wie gerade gesagt, nichts davon, dass es eigentlich gar keine Frau ist. LOL. Es folgt. Auch einem Typen Nude zu senden, einfach so, ist nicht okay. Wenn man danach fragt, vollkommen fein. Aber einfach so senden, nicht okay. Ich will doch auch keinen Schwanz in meinem DM haben, so. Eine weitere Ungereimtheit. Hast du den Menschen die Würde genommen? Also ja, ich denke, das ist auch immer irgendwie mit einer der ersten Sachen, die man macht, wenn man halt so ein Bild irgendwie besorgt und das dann benutzt gegen die Person oder das dann weiterverbreitet. Das verletzt ja eigentlich auch schon irgendwie die Würde von jemandem. Okay. Bro, was ein Huhn, so ein Move. Ganz ehrlich, was ein Huhn, so, also jemandem ein Nacktbild senden, ist scheiße. Müssen wir nicht drüber reden. Gehört sich absolut nicht. Gehört angezeigt, bestraft. Aber das gegen einen zu verwenden, ist eine andere Liga, finde ich. Das ist so, Bro, es haben sich Leute umgebracht, weil sie mit Nacktbildern erpresst wurden. Also, oder sagen wir mal so, er wollte ja Nacktbilder von der Person haben. Bedeutet, er hat ja versucht, welche zu bekommen. Dementsprechend denke ich mal, dass er auch vielleicht danach gefragt hat oder sowas. Oder Fake-Nacktbilder rausgesendet hat oder sowas. Bro, was eine Scheiße. Ich frag mich, ob einer von den Jungs auch schon mal in meinen Snapchat-DMs oder sowas war. Oder Instagram oder sowas. Weil ich hatte auch schon mal Leute, die mich so angeschrieben haben und so auf hübsche Frau getan haben, bababa. Und dann so, ey, kriege ich so auch ein Bild zurück und ich so, schick erstmal, dass du real bist. Und dann, ja, wie wär's darum, dass du real bist? Ja, dann sage ich immer so, yo, also ich will denen kein Nude senden oder irgendwelche Bilder. Ich will halt nur wissen, ob die mich gerade verarschen oder nicht. Dann sage ich, ja, mach ein Video, wo du dich selber filmst. Und du schreibst auf den Zettel, hi TJ, ich bin real. Und dann hältst du es in die Kamera und ich will dein Gesicht dabei sehen. Ja, rate mal, wo solche Videos dann nie kommen. Richtig. Weil man super schnell irgendwie merkt, wer jetzt irgendwie real ist und wer fake ist. Also, ich habe schon so viele Fake-Frauen in DMs gehabt. Oder auch früher auf Snapchat, wo mein Snapchat auch öffentlich war. Oder auf Twitter und sowas. Das ist so krank. Wo ich mir frage, was ist eure Mission? Was wollt ihr von mir? Okay, interessante Aussage. Das Erste, was du mit diesen Leuten machst, ist also, ihnen die Würde zu nehmen. Wie war das nochmal vor ein paar Minuten in der Doku? Es hat mir immer gereicht, wenn ich nah an den Hauptakteuren der Szene, also an den Masken quasi dran war. Beißt sich erwängen, gell? Vor 30 Sekunden hat er übrigens bereits gesagt, dass er die Leute mit Nacktbilder von ihnen hochnimmt. Würde ich jetzt schon als Würde nehmen benennen? Also, ich weiß nicht ganz, warum der Reporter Christian da nochmal nachfragt,
ob der das anders sieht oder so? Ich denke mal nicht. Aber das ist halt einfach ein dummer Fehler, der wieder passiert ist. Kallis Wut ist ein zentraler Motor für den Hass und beim Mobbing ein bekanntes Phänomen. Und dann nehme ich dich auseinander und bringe den 2,30 Meter Typ direkt mit. Okay, das ist jetzt irrsinnig peinlich. Man lernt in der 10. Klasse im allgemeinen Deutschunterricht und ich weiß nicht wo sonst noch, wie man richtig Quellen angibt. Anscheinend hat die ARD da blau gemacht. Oben rechts steht Quelle Vincent, was irgendwo so ein wenig ist. Quelle Vincent. Ich fand auch früher mal im Fernsehen Quelle Internet gut. Ich kann auch bald mal sagen, ja, Quelle Welt, Quelle Medien. Bro, dieses Quelle Internet, was es immer im Fernsehen gibt, denke ich mir, oder Quelle YouTube. Ja, Bro, okay, ich bin auf YouTube. Wie finde ich ist das Video? Gar nicht. Wie soll man das denn auffinden? Was irgendwo auch der Sinn von Quellen ist? Mal abgesehen von der Creditgebung. Schaut man jetzt aber mal auf das Handy von Vincent, sieht man, dass da ein Video von LiveLeak abgespielt wird. Also Quellenangabe völlig daneben. Mhm. Komplett. Das ist langsam wirklich so ein wenig peinlich. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Hybrid-YouTube-Kasperle-Theater-Journalisten, sondern von denen der ARD. Der Drachenlord ist das wohl bekannteste Mobbing-Opfer in Deutschland und seine Ausraster sind legendär. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich diese Szene, die ARD uns hier präsentiert, mal lieber nicht im Video gelassen haben will. Könnte der Plattform mir nicht so gefallen. Deswegen synchronisiere ich die Szene so authentisch, wie es nur geht, nach. Ein Mann, Anfang 30, sichtlich genervt, gibt ungefähr Folgendes von sich. Ihr werdet mich niemals... Nee, halt. Okay, jeder weiß, worum es in dieser Szene geht, ja. Seine Ausraster sind also legendär. Ich weiß nicht, worum es in der Szene geht. Hä? Bruder, also, nimm mich mit. Ich will wissen, worum es in der Szene geht. Ich kenne die Szene nicht. Ich bin nicht so tief in der Drachenlord-Szene drin. Ich kenne die Drachenlord-Sachen von Nero. Aber sonst weiß ich nicht, worum es da geht. Legendär. Ja, das ist richtig. Die sind in den Szenen legendär. Das klingt aus eurer Position so ein wenig... Naja, was da mitschwingt, ist das diametrale Gegenteil von dem, was ihr eigentlich transportieren wollt. Übrigens auch ziemlich lustig, ihr kritisiert den Umstand, dass seine Ausraster verbreitet werden, aber ihr verbreitet diese gerade selber unzensiert. Mich stört nicht der Umstand, dass ihr das getan habt, aber wieso kritisiert ihr etwas, was ihr wortwörtlich 5 Sekunden später selber tut? Hat nicht Y-Kollektiv oder, wie heißen die anderen nochmal, Steuerung F, eins von beiden, ich finde, es ist einfach dasselbe, irgendwie, ich weiß auch nicht, wo da der Unterschied ist. Hat nicht irgendwer mal kritisiert, dass Leute zu Drachenlord zum Haus fahren und sind dann aber selber zu Drachenlord zum Haus gefahren? War da nicht mal was? Das war auch da auch so eine geile Aktion. So, kritisieren, dass Leute Drachenlord nerven und nerven selber Drachenlord. Ja, GG, Bro. In 1000-mal schlimmer, wegen der Reichweite. Achso, und hört bitte auf, Reinhards unschuldiges Mobbing-Opfer zu framen. Damit spuckt ihr Mobbing-Opfern ins Gesicht. Aktion, Reaktion. Rainer ist ein Mobbing-Opfer, aber nicht unschuldig. Das ist Dinge. Er wird übertrieben krass gemobbt. Das kann man nicht leugnen. Aber er hat auch selber Scheiße gebaut. Aktion solltet ihr mal googeln. Klar, es sind einige unschöne Dinge bei Rainer passiert. Das möchte ich nicht abstreiten. Noch möchte ich, dass sie gutheißen. Aber ihr solltet euch echt abgewöhnen, nur in Schwarz-Weiß zu sehen. Und anfangen, Zwischenebenen zu beleuchten, wie es sich eigentlich auch für Journalisten gehört. Sie provozieren ihn so lange, bis er in einem Livestream sogar seine Adresse sagt. Traut euch, kommt zu mir! Die Adresse, auch wenn er da nicht mehr wohnt, wurde übrigens von mir gepiept. Die haben das ganz gezeigt. Auch wow. Wenn er da jetzt nicht mehr wohnt. YouTube hat sowas überhaupt nicht gerne. Jetzt erstmal zu dem Elefanten im Raum. Jeder weiß, dass Herr Winkler seine Adresse nicht in einem Livestream herausgebrüllt hat, sondern in einem Video. Das ich wusste es nicht, aber ja, kann sein, ja. Wissen Leute, die überhaupt nichts mit dem Game, geschweige denn mit den meisten Internetsachen zu tun haben. Weil es halt mit Abstand das bekannteste Geschehnis in dieser Szene ist. Für das Game ist das Traut euch, kommt zu mir Video so etwas wie das Vaterunser in der Kirche. Muss ehrlich sagen, Chat, ich habe dieses Video noch nie gesehen. Dieses Traut euch, kommt doch, hier ist meine Adresse. Es tut mir leid, ich guck mir die lustigen Sachen von Drachenlord an. Kennt ihr dieses Elfen-Meme? Kennt ihr dieses Ding so, wo er sagt so, ey, wenn Amerika damals die Ureinwohner, die Indianer nicht getötet hättet, wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, dass die Indianer dann heute sowas wie Elfen wären. Das ist eigentlich meine Favorite Drachenlord. Ich guck mir halt sowas an von Drachenlord, das ist halt funny. Aber ich bin im Drachen-Game nicht drin, das interessiert mich nicht, weil das ist so viel negative Energie, ich habe da gar keinen Bock drauf. So. Auch wenn Leute irgendwie so Böller auf sein Haus geworfen haben. Bruder, ich fand das mies unangenehm. Und Nero, ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich habe dieses Video noch nie gesehen. Traut euch, kommt her. Hier ist meine Adresse. Ich habe noch nie gehört, wie Drachenlord gesagt hat, ich wohne am XY. Deswegen Nero, kleine Kritik hier. Setzt nicht so viel Expertenwissen voraus, hat mein Chat auch gerade gesagt. Sichel Wiesel hat geschrieben, Nero setzt viel zu viel Expertenwissen voraus. Ist es nicht krass Expertenwissen, aber er setzt auf jeden Fall viel Wissen voraus. Weil ich kenn's nicht.
Bro, ich hänge jeden Tag 5 Stunden im Internet ab. Realistisch eher 10. Aber ich kenne das halt nicht. Und Nero ist halt deep im Game, deswegen glaubt er halt, dass er halt viel weiß. Aber man kommt da trotzdem mit, man versteht da trotzdem das Video. Das muss jeder gläubige Hater runterbeten können. Das mag zwar wieder kein essentieller Fehler sein, der den Kontext auch nicht großartig verändert. Dennoch ist es immer noch ein Fehler. Und zwar einer der Größenordnung, der nur passieren kann, wenn man sich nicht eine einzige Sekunde mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt hat. Jeder, der Drachenlord auch nur googelt, bekommt das zu Gesicht. Mehr erfordert das nicht. Drachenlord bei Google eingeben. Ist es wirklich zu viel verlangt, die minimalste Basisrecherche zu betreiben, bevor man eine öffentlich-rechtliche Doku publiziert? Das ist ja selbst im Mainstream so verbreitet. Schreibt mir wirklich mal einen Kommentar, wenn ihr davon noch nie gehört habt. Wie kann sowas passieren? Wovon habe ich, also, ich habe von Drachenlord gehört, von allen Sachen, ja, aber ich kenne jetzt diese OG-Videos nicht. Da muss man sich doch schon anstrengen, um das zu verkacken. Das zeigt halt wirklich... Aber die sollten es wissen halt. Wenn die eine Doku über Drachenlord, wenn die Drachenlord einbringen, sollten die sowas wissen, natürlich, klar. Desolaten Recherchestandard. Weil Rainer W. einen seiner Hater vor seinem Haus mit einer Taschenlampe angegriffen haben soll und einen anderen mit einem Backstein beworfen haben soll. Nächster Fehler. Und zwar dieses Mal ein signifikanter. Der Konjunktiv ist an dieser Stelle völlig unangebracht. Ja, er hat's ja getan. Dadurch wird das Bild komplett verzerrt. Rainer Winkler soll niemanden mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Er hat jemanden mit einer Taschenlampe geschlagen. Yo, dir gefällt das Video? Ja, abonnier doch gerne rein, Bruder. Dann gibt's mehr davon. Und jetzt geht's weiter zum Video. Und ja, ich habe Eyeliner drauf. Rainer Winkler soll niemanden mit einem Backstein beworfen haben. Er hat jemanden mit einem Backstein beworfen. Das ist allgemein bekannt, mit Videos bewiesen und sogar vor Gericht festgehalten worden. Die Verwendung des Konjunktivs kann hier zwei Gründe haben. Nummer 1, erneut unterirdisch schlechte Recherche. Der Gerichtsprozess, in dem Rainer Winkler für diese Taten verurteilt wurde, hat riesige Wellen geschlagen. Die zweite Möglichkeit wäre folgende. Manipulation durch Weglassen relevanter Informationen, um das eigene Narrativ uneingeschränkt pushen zu können. Der Umstand, dass er diese Taten begangen hat, würde nämlich dem gezeichneten Bild des armen, unschuldigen Opfers so ein bisschen schaden. Die hinterhältige Pfefferspray-Attacke. Das Eindreschen auf fremde Autos mit Metallstangen. Die willkürliche Beleidigung der Polizei, die ihm nur helfen wollte. Und vieles, vieles anderes. Wird hier sowieso wieder weggelassen. Um Minute 10:38 der Dokumentation passiert etwas, was ich selber einfach nicht fassen kann. Genau, für sowas gibt es eben sowas hier. Mitten in der Doku wird wortwörtlich eine Anleitung dafür gegeben, wie man Straftaten im Internet begehen kann, ohne dass diese verfolgt werden können. Okay, interessant. Das zeige ich hier aus relativ offensichtlichen Gründen nicht. Oh Mann, Bro. Aber ich finde es lustig. Auf TikTok gibt es auch manchmal so Anleitungen, wie man so Betrug begehen kann. Zum Beispiel, sollte ich nicht machen, ich glaube, mittlerweile geht es auch nicht mehr. Aber es gab mal so eine Anleitung auf TikTok einfach, wenn man sich in Polen ein Auto mietet und dann nach Deutschland fährt, sagt auch, man fährt auch mit damit nach Deutschland, und dann das Auto in Deutschland als gestohlen meldet, dann kann das, oder beziehungsweise du verkaufst das Auto in Deutschland, weil du bekommst Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief, ist nämlich in Polen dasselbe, heißt, du kannst das Auto in Deutschland verkaufen an jemanden und kannst es dann aber sagen, ey, das wurde halt gestohlen, und dann können die dir irgendwie nichts, weil man halt man kann das Auto halt verkaufen, weil man auch den Fahrzeugschein oder Brief hat, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber eine Sache brauchst du auf jeden Fall, um das Auto zu verkaufen. Wenn du beides hast, kannst du das halt verkaufen, weil es halt in Polen dasselbe ist, geht's halt. Fand ich einfach funny, dass einfach so eine Anleitung gepostet wird da. Also macht es nicht, weil das ist strafbar. Immer noch. Warum habt ihr das vorher nicht bemerkt? Ihr könnt doch nicht vor einem Millionenpublikum erklären, wie ihr die Justiz austrickst. Okay, Millionenpublikum gucken jetzt keine Rabiat-Dokus, glaube ich. Und ungeschoren Gesetze brechen lassen könnt. Das geht nicht klar. What the fuck? Alter. Ey, Leute. Falls ihr euch fragt, warum ich mich so ein bisschen daneben anhöre. Ich sitze den ganzen Tag am Skript. Ich nehme hier gerade ohne Ende auf, ja. Und es ist so bullenheiß in dem Zimmer. Seht es mir nach, dass ich fertig bin. Jetzt kommt der Kicker. Ja, ich sehe es dir nach, Bro. Kein Problem. Es wird gelogen. Der Reporter lässt durchblicken, dass es unter anderem daran liegt. Boah, es wird gelogen. Maschallah. Wo wird hier gelogen? Liegen würde, dass die Straftaten nicht richtig sanktioniert werden, weil es keine Stellen für Cybermobbing gibt. Also bei allem, was Vincent getan hat, wurde er aber nie strafrechtlich belangt. Und das liegt auch daran, dass es in Deutschland keine zentrale Stelle gibt, die Cybermobbing in irgendeiner Form aufklärt. Ja, ist es wirklich so? Das BKA hat mich verwiesen an Landeskriminalämter. Also habe ich einen Fragenkatalog an alle Landeskriminalämter in Deutschland geschickt. Die Vorstellung von Spezialabteilungen für Cybermobbing und der Bekämpfung von bundesweit koordinierten Mobbingaktionen erscheint mir nicht realistisch. Zumindest für Schleswig-Holstein haben wir beides nicht. Wieso erkennt man oben in der Mail, die leicht geblurrt ist, dass es sehr wohl Anlaufstellen dafür gibt? Er fragt Landeskriminalämter nach Cybermobbingstellen. Die Frage an sich ist schon mal dumm,
weil Cybermobbing bei der Polizei als Mobbing verstanden wird. Darum beziehen sich die Antworten auch auf Schulen und Kinder. Ich weiß nicht, wie genau das hier angefragt wurde. Deswegen ist eine bundesweite Mobbingaktion für die Beamten auch so unrealistisch, wenn das halt auf Schulen und Kinder bezogen wird. Die E-Mail wirkt ziemlich deutlich aus dem Kontext gerissen. Ich kenne den Hintergrund nicht, ich kann da nicht mehr zu sagen. Hätte er die Frage anders gestellt oder selber mal auf den Webseiten der LKA geschaut, wüsste er, dass es je nach Bundesland halt eine Cybercrime-Abteilung gibt. Der Reporter bestärkt das sogar noch und erzählt, wie einige Sachen fallen gelassen wurden mit den Tricks von dem Jungen. Mir kommt es so vor, als wollte hier ein... Ja, man muss aber sagen, diese Cybercrime-Abteilungen oder Cybermobbing-Abteilungen, also sind wir mal ganz ehrlich, das ist der größte Rotz. Bro, du kannst im Internet machen, was du willst, du wirst nicht belangt dafür. Bruder, ich habe so viele Morddrohungen bekommen, habe einen Anwalt gefragt, ja, was kann ich damit machen? Ja, eigentlich nix. So, ja, Digga, jemand hat mir geschrieben, wie er mich in Aachen, wenn er mich wieder vom Rewe sieht, ein Messer in meinen Rücken rammt. So, das habe ich halt weitergeleitet und der Anwalt so, ja... Kannst halt nichts machen. Hat jemand halt geschrieben. So. Also, ja, es, das, da muss ich aber sagen, auch wenn es diese Abteilungen gibt, das kann sein, dass es ein Fehler ist, die sind halt ein Joke. Die sind ein absoluter Joke. Außer, die ist ein Pimmel, das war wichtig, true. Was ich sagen wollte, kurzer Rant, du kannst im Internet machen, was du willst, es ist scheißegal. Also als anonyme Person, wenn ich jetzt was sagen würde, wäre eine andere Thematik, weil ich Person des öffentlichen Lebens mittlerweile bin, aber als anonymer Dude, Bro, du kannst wirklich schreiben, was du willst, es juckt einfach nicht. Anderes Bild der Realität zeichnen, weil ihr eben diese Passage im Fokus habt, in der es sich so anhören würde, als wenn das gar nicht vernünftig sanktionierbar wäre. Und eben halt dann so unklar in den Nebensatz gedroppt wird, dass es irgendwo dezentral vonstatten geht. In der Mail geht klar hervor, dass es keinen Sinn ergibt, weil Cybermobbing nicht unter Cybercrime fällt, sondern unter anderem unter Beleidigung. Nur ein Beispiel. Je nachdem kann es halt auch noch eine Nötigung oder irgendwas anderes sein. Das beobachten wir jetzt nochmal, denn es folgt noch eine Passage, bei der ich den Verdacht hege, dass diese völlig aus dem Kontext geschnitten ist. Also ich muss sagen, kann sein, dass es halt Abteilungen gibt, aber die sind halt lost. Also da verstehe ich auf jeden Fall die Kritik von der Rabiat-Dokumentation, auch wenn die es halt dumm formuliert haben. Aber ja, aber wirklich, du kannst wirklich schreiben, was du willst. Das ist so ein dummer, verfickter Scheiß. Wir sehen ein Interview mit einer Psychologin, allerdings nicht die Fragestellung, jedoch eine ziemlich unpassende Antwort, die aber, wenn man sie so verstehen möchte, wie sie transportiert wurde, auf jeden Fall das Narrativ, das gemünzt wurde, pushen würde. Wir sehen auch gerade in der Online-Szene oder in der Gaming-Szene, dass viele Opfer am Ende eines Games traumatisiert sind, nicht nur wütend und traurig sind, sondern auch Depressionen haben und viele auch Suizidgedanken haben. In der Online- und Gaming-Szene, ja, ging es da vielleicht um Mobbing in Videospielen? Ich kann es euch nicht genau sagen, ne? Das wirkt halt einfach auf mich komplett deplatziert. Und aus dem Kontext geschnitten. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas bei Interviews passiert wäre, dass sie so ganz leicht sabotiert dargestellt werden. Jedoch habe ich hier keinen Beweis, sondern eben nur diese naheliegenden Indizien. Es gibt auch ganz klar Leute, die Grenzen überschreiten und wirklich anscheinend auch versuchen, ihn irgendwie, dass er sich selbst schadet oder ihn in den Selbstmord zu treiben. Ja, es ist echt furchtbar, wenn man den Leuten so schlimm schaden möchte. Sowas hast du zum Glück ja nie getan. Wie uns gleich berichtet wird. Ich habe schon immer versucht, ihn aufzuheitern in so einer Situation, schon immer. Also auch damals, wo ich ihn noch verarscht habe und so. Auch da habe ich nie das irgendwie angefeuert oder so. Es wäre ja jetzt unfassbar dreist. Hey, er hat jemanden verarscht, aber er wollte ihn aufheitern? Hä? Wenn das gelogen wäre, nur um Vincent besser darzustellen, weil er ein Gumbel von dem Reporter ist, ne? Ihr wollt ihn wirklich nicht absichtlich besser darstellen, als er ist, nehme ich an. Ob ich etwa an eine Audio gekommen bin, die aufzeigt, wie ihr da gerade eine Lüge verbreitet habt und verdeutlicht, wie Vincent wirklich tickt? Ui. Und was der Bursche so alles angestellt hat? Etwa von Vincent selber? Die habe ich doch bestimmt nicht. Ne, das ist ja ein ganz lieber Typ. Menschenskinder, ey, Kalli, kannst du jetzt mal bitte dem Andreas da mit dem Pfefferspray mal in die Birne reinsprühen? Ey, ich glaube, der braucht das. Oh nee, Andreas, mit dir redet doch keiner da, du Stück. Ey, Patrick, prügel dich zu Brei, Mann. Ihr könnt ihr gerne alle mal an meinem rothaarigen stehen. Wie wär's denn damit, ihr? Ja, Vincent, auf jeden Fall hast du Kalli nie angefeuert und ihn immer aufgeheitert. Du bist ja so ein braves Goldstück. Du würdest ja nie jemanden zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem gefährlichen Werkzeug anstiften. Du doch nicht, mein Guter. Er will eine Sprachnachricht auf jeden Fall. Das wäre ja sonst auch ein Verstoß gegen den Paragraph 26 Strafgesetzbuch. Oder Nero macht sich aber auch immer gerne Feinde, muss man sagen, ne? Es geht im Weiteren um einen Besuch bei Kopfnuss Kalli, der in Halle stattgefunden hat. Ich muss übrigens sagen, ich habe Kopfnuss Kalli in meinem Leben noch nie gehört. Bei Rainer werden ja von euch aufs Schärfste verurteilt.
Bei Kalli auch? Also wie seid ihr auf die Idee gekommen, den zu besuchen? Ah, ich hab den geschrieben. Er war also einverstanden mit dem Besuch. Wie lange wart ihr da bei ihm in der Wohnung? Vier, fünf Stunden. Alles cool, auf Kollegenbasis, versteht sich. Kalli hatte da richtig Bock drauf. Könnte das die zweite Lüge in Folge sein, die ich möglicherweise mit einer Audio widerlegen kann? Geht das zu weit? Weißt du, ich wurde darauf noch nicht mal hingewiesen. Einfach was kommentiert, was gar nicht stimmt. Weil alleine du, Karin, Michelle, alle Male können das Gegenteil behaupten. Aber ich kann dazu sagen, mit einer Kleebox-Gruppe, was er sich damals erlaubt hat, in Halle und alles, die ganzen Leute, das Thema, da kann ich beweisen, aber er behauptet Sachen, was gar nicht stimmt. Vincent hat also gelogen, Kalli war gar nicht erfreut über den Besuch in Halle. Aber hat Vincent gesagt, dass Kalli gesagt hat, er darf kommen? Ich meine, er war auch nicht, oder? Also das habe ich jetzt gerade nicht mitbekommen. Also ich meine, also hätte er nur gesagt, wie seid ihr da auf die Idee gekommen, da hinzufahren? Und hat er gesagt, ja, ich habe ihn einfach gefragt. Hätte er aber nicht gesagt, dass der andere einverstanden war. Oder hat einfach, oder nee, hat einfach aus Versehen rausgeschnitten. Ja, aber auf jeden Fall war auf jeden Fall nicht einverstanden. Deswegen ist es uncool, dass er da war, das auf jeden Fall. Da sieht man euch alle zusammen, aber ihr habt euch auch vermummt. Ja, genau. Da hat er uns gefilmt als seine Kollegen quasi. Wo wir gerade beim Lügen sind, wollen wir einfach mal den Hattrick voll machen? Dieses Mal übrigens keine Lüge von Vincent, sondern vom Reporter. Wir wollen Kalli besuchen und treffen uns dafür in Aachen. Erst hat er mir Aachen City ein Interview zugesagt. Warte mal. Wir wollen Kalli besuchen. Kalli wohnt in Aachen. Bro, ich bin mal gespannt, wo der jetzt hier wohnt. Und treffen uns dafür in Aachen. Erst hat er mir ein Interview. Warte mal, wo sind denn die da? Ich weiß auch nicht, von wo die genau gucken. Ihm zugesagt, dann aber wieder abgesagt. Als Vincent ihn fragt, sagt er erneut zu. Das ist Hauptbahnhof. Oh, Kalli hat dem Interview also zugesagt und er wusste vorher davon, behauptest du. Alles andere wäre ja auch doof, ne? Sonst hätte die ganze Passage in der Doku gestrichen werden müssen. Das wäre ja sonst ein unfreiwilliger Besuch. Ergo genau das, um was die Doku eigentlich geht. Um das, was ihr verurteilt. Ihr seid doch bestimmt nicht unaufgefordert bei ihm aufgeschlagen, oder? Ja, weiß nicht. Ich kann einfach so plötzlich vor der Tür meinen. Digga. Hi. Wie läppsch ist das denn? Man kritisiert, dass Leute unangemeldet vor der Tür stehen und man steht selber unangemeldet vor der Tür und nervt Leute. Bro, man kann ja als Reporter einfach vor der Tür stehen und Reporterfragen stellen, aber dann kritisier's halt nicht. Der Ingo und so wollten ein Interview machen und so, gar keine Ankündigung, gar nicht. Achso, hätte ja auch woanders sein können, gar nicht da sein können oder was, kommt da einfach an. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum er in der Audio Ingo sagt, ihr bitte. Es ist schon wirklich dreist, was ihr da für ein Brimborium herumspinnt, sagt. Ingo ist der aktuelle Name, unter dem Kalli Vincent kennt, die WhatsApp-Gruppe, die Kalli erstellt hat. Da siehst du auch das Bild von ihm, Ingo Marx. Halt die Klappe. Okay. Hier bitte. Es ist schon wirklich dreist, was ihr da für ein Brimborium herumspinnt, nur um vertuschen zu können, dass ihr genau das, was ihr kritisiert habt, selber tut. Sogar noch viel, viel schlimmer. Die Kalli-Sachen finden nämlich in einer Gruppe mit so 100 Leuten auf Telegram statt. Und das, was ihr veranstaltet, bekommen Millionen von Leuten zu Gesicht. Okay, Millionen von Leuten glaube ich nicht, aber 100.000 bestimmt. Die ziehen das übrigens wirklich noch durch und versuchen, Kalli vor die Linse zu bekommen. Gegen seinen Willen. Er gibt auch nochmal deutlich zu verstehen, dass er das nicht möchte. Öffentlich-rechtliche Besuchervideos. Ey, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und der Reporter haut sogar noch raus, dass Vincent ja verschweigen würde, dass Kalli nur besucht wurde, um sich über ihn lustig zu machen. Dünnes Eis, mein Freund. Wir kommen zur ersten Diffamierung eines YouTubers. Es geht darum, dass Vincents böse Internetkarriere... Ach ja, es geht ja auch um Rezo. ...Karriere damit angefangen hat, Mitspieler in Minecraft zu ärgern. Sprich, Griefing. Ihr ahnt nicht, was gleich passieren wird. Bro, diese ganzen Griefer von damals, diese Griefing-Szene, war auch der letzte Rotz, muss man sagen. Im Hinterkopf behalten, die stellen in diesem Zusammenhang Griefing als Einstiegsdroge für Cybermobbing dar. Diese Art, das Spiel zum Trollen zu benutzen, nennt sich Griefen. Auf YouTube haben Videos von Griefern tausende von Klicks. Sie zerstören die digitalen Sandburgen von Minecraft-Spielern für den Applaus ihrer Zuschauer. Das ist abmahnwürdig. Hätte mir vor ein paar Jahren mal jemand erzählt, dass ich abgegrieft irgendwann mal White Knighten würde, hätte ich demjenigen wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Warte mal, was? Den Applaus ihrer Zuschauer. Das. Sie zerstören die digitalen Sandburgen von Minecraft-Spielern für den Applaus ihrer Zuschauer. Das. Aber hat Neo nicht gesagt, sie sagen, dass das der Einstieg in Cybermobbing ist? Weiß ich jetzt auch nicht. Ist abmahnwürdig. Hätte mir vor ein paar Jahren mal jemand erzählt, dass ich abgegrieft irgendwann mal White Knighten würde, hätte ich demjenigen wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und ihn ausgelacht. Es stellt hier abgegrieft als jemand dar, der Kinder zur Belustigung seiner Zuschauerschaft zum Heulen bringt. Das öffentlich zur Schau stellt.
dass seine Videos wahrscheinlich geschauspielert sind, erwähnt ihr an der Stelle überhaupt nicht. Wieder mal bewusst weglassen, um jemanden schlechter darzustellen. Abgegrieft hier in dem Kontext zu zeigen, ist sowieso komplett falsch. Ihr stellt ihn damit als übelsten Cyberbully dar. Wie gesagt, ich denke sogar, dass das durch diesen Kontext abmahnwürdig ist. Mal abgesehen davon, dass dieser YouTuber in dem Video, das ihr da gerade eingeblendet habt, einem Jungen recht, der geärgert wurde. Er steht ihm zur Seite. Ich räche einen Jungen. Er hilft einem Opfer. Auch das aus dem Kontext. Ja, gute Recherche auf jeden Fall. Text gerissen. Wir können jetzt einen großen Part skippen und so stehen lassen, um genau zu sein, von Minute 19 zu 30. Dieses Video ufert so aus, ne? An dieser Stelle passiert wieder etwas sehr, sehr Paradoxes. Die Menschen hinter der Doku wollen Alina ein wenig White Knighten und bezeichnen sie als Opfer. Was ist White Knighten genau, Chat? Als Internet White Knight gelten Männer, die glauben, Frauen im Netz vor jeglicher Art von Anfeindung oder sonstigen Übergriffen bewahren bzw. sich mit diesen gegen das eigene Geschlecht solidarisieren zu müssen. Ey, White Knight ist ein cooler Dude eigentlich, oder was? Also ein Beschützer. Mal wieder wirklichen Opfern schön ins Gesicht gespuckt damit und mal schnell Täter zum Opfer umgekehrt. Good Job. Ich frage mich aber, wie ihr sie White Knightet. Warum zeigt ihr das hier? Aline Bachmann ist ein relativ neues Opfer der Szene. Ihre Aktionen im Netz haben die Hater auf den Plan gerufen. Warum dürfen die das? Aline erstmal während eines... Also ich sag mal so, bei Aline Bachmann kenne ich jetzt mich mittlerweile besser aus. Also, Bro, natürlich wird die auch gemobbt jetzt gerade, was nicht cool ist. Aber Bro, die Frau hat echt viel Scheiße gebaut. Also, dieses Selber-Schuld-Prinzip ist halt oftmals Scheiße zu sagen. Aber bei Aline muss man sagen, Real Talk, irgendwie selber schuld. Also halt auch einfach seine Fresse. Also, klar sind bei Aline Bachmann Dinge passiert, die absolut nicht cool sind. Also, von irgendwelchen Leuten gegen sie. Aber, Bro, die hat echt viel Kacke gebaut. Und sie hört halt nicht auf. Sie spielt ja damit. Also, ich würde sie jetzt nicht als Opfer nennen. Ich würde sie auf jeden Fall sehr doll als Täter auch bezeichnen. Mental Breakdowns zeigen. Ja, lol. Wäre mir eigentlich völlig egal. Aber das schwingt schon so ein bisschen kognitive Dissonanz mit, findet ihr nicht? Ihr wollt jemanden beschützen, indem ihr diese Person in einem Moment der absoluten Schwäche bloßstellt. Während es euer Ziel ist, sie zu verteidigen. Das ist völlig paradox. Das habt ihr jetzt das zweite Mal getan. Die folgenden 60 Sekunden bestehen tatsächlich... Katze! Die nächsten 60 Sekunden bestehen tatsächlich aus Kritik und zeigen einen einzigen Fehler von Aline Bachmann auf. Das haben sie gut gemacht. Ja? Auch mal was Negatives eingebracht. Viel zu wenig, aber naja, dafür kommt jetzt auch ein richtiger Knaller. Als nächstes ist nämlich Rezo derjenige, der die Diffamierungskeule übergedonnert bekommt. Okay, was hat der Mann gemacht? YouTuber Rezo ist geschockt und regt sich zu Recht auf. Auf seinem Kanal hat er mehr als 1,7 Millionen Follower und regt sich zu Recht auf. Bro. Seid ihr dumm? Rabiat? Seid ihr dumm? Wisst, guck mal, das ist scheinbar das letzte Video, was hier bei YouTube Songs online ist. Wisst ihr, über welches Thema der Song ist? Das ist ein Video über die WM 2018. Das ist das letzte Video, das angezeigt wird. Das ist nicht sein aktueller Kanal. Wie kann man denn diesen Kanal zeigen und sagen, ja, das ist Rezos Content. Er hat 1,7 Millionen Abonnenten. Ja, YouTuber Rezo ist geschockt und regt sich zu Recht auf. Wetten wir, die zeigen jetzt gleich ein Video, was von nicht diesem Kanal ist. Auf seinem Kanal hat er mehr als 1,7 Millionen Follower. Sondern einfach, weil ich nicht... Quelle YouTube/Rezo. Okay, gucken wir mal. Ich geb das mal jetzt ein. Das ist also Rezo. YouTube.com/Rezo. Aha. Interessant. Wo ist denn das Video von Rezo? Ich find's gar nicht. Ja, weil sie... Bro, wie kann man die Quellenangabe denn immer verkacken? Das ist... Nicht fassen kann, wie man so abgefuckt sein kann. Damit hat Rezo absolut recht. Jetzt passt aber mal auf. Ein Video bei Rezo und ähnlich großen YouTubern kann der Kickoff sein für eine Hater-Community, die Aline Bachmanns Leben zerstören will und das dann Spiel nennt. Was? Warte mal. Haben die gerade gesagt, wenn zum Beispiel ein Rezo ein Video macht und sich zum Beispiel über jemanden abfuckt, dass das quasi so der Start sein kann, dass sich eine Hater-Community bildet und jemanden platt machen möchte? Haben die das gerade gesagt? Was? Geben die gerade
Rezo indirekt die Schuld am Aline Bachmann-Game, weil er zu Recht über sie entsetzt ist und auf ein Kritikvideo über sie reagiert hat? Sollen sich große YouTuber jetzt nicht mal kritisch äußern können, weil die eine größere Reichweite haben? Okay, wenn das eure Ansicht ist, ja, finde ich absoluter Unsinn. Aber warum macht ihr das dann vor einem noch größeren Publikum und zwar ständig? Kritik an Aline Bachmann gab es bereits vor Rezo und auch von mir. Durch die Videos wurden halt viele Menschen darauf aufmerksam, die es weiter verbreitet haben, wodurch wieder mehr Menschen darauf aufmerksam wurden. Ich verstehe nicht, warum Rezo jetzt dafür ins Visier genommen wird. So funktioniert die gesamte Medienlandschaft, nicht nur auf YouTube. Wenn das wirklich ein Problem für euch ist, müsstet ihr jede Art von kritischer Berichterstattung doof finden und wie gesagt, betreibt ihr diese ja selber. Warum also ist das auf einmal bei Rezo eine Sache und ein potenzieller Hate-Kickstart? Den auf die Kritik folgenden potenziellen Hate zu vermeiden, ist die Aufgabe des Kritisierten. Fehler einsehen, reflektieren, Verhalten ändern. Aline hat das jedoch nicht getan. Sogar ganz im Gegenteil. Immer schön einen nach dem anderen. Wir brauchen besseres Licht. Anderen weiter oben drauf gesetzt und dann noch den Hate schüren, indem man sich über jede Kleinigkeit wahnsinnig aufregt. Weil das animiert die Leute ja überhaupt nicht zum Weitermachen. Zum Beispiel Lieferando-Bestellungsbons in die Story posten und anfangen darüber rumzuholen. Großartig. Das wurde vor Gericht sogar als negativ und als Grund, warum der Hate so hochgekocht ist, festgehalten im Beispiel Rainer. Rezo, Kuchen, Da Vinci, ich und viele weitere haben einen öffentlichen Missstand öffentlich kritisiert und kommentiert. Eine Reportage über einen Politiker, der... Ich werde natürlich nicht erwähnen, ich bin irrelevant. ...missgebaut hat, wird ja von euch wohl auch nicht als Kickoff für den Hate angesehen, das Zitat gezielt das Leben der Person zerstören soll. Digga, dass Philipp Amthor so eine scheiß Deutschlandflagge trägt, killt mich auch jedes Mal, Alter. Es killt mich wirklich. Das ist Wahnsinn, mit was für einem Doppelstandard ihr arbeitet. Unfassbar. Das wirkt unfassbar. Stellenweise echt so, als hättet ihr einfach Probleme mit vielen YouTubern. Fast der gesamte Kontext in Bezug auf Aline Bachmann fehlt. Es wurden keine weiteren Dinge, die sie getan hat, benannt. Es wird verschwiegen, dass fast jeder andere YouTuber eine ähnliche... Da bin ich, Chat! Da! Wir haben es geschafft. ...welche Sicht darauf hat. Wenn herauskäme, dass es so ein current thing wäre, würde das... Ja? Was würde das? Richtig, dem Narrativ von euch schaden. Weil da ja scheinbar doch irgendwas dran ist und viel der Kritik einfach berechtigt vonstatten geht. Ich verstehe sowieso nicht, was Rezos Reaction auf ein anderes Video hier zu suchen hat. Der hat sich im Stream ein Video eines anderen millionenschweren YouTubers angeschaut. Warum nehmt ihr nicht den YouTuber, der das Video publiziert hat, sondern Rezo? Hat ein bisschen was von immer noch Po verletzt wegen der offenen und ehrlich Sache. Die Armen. Rezo hat das gut aufgezeigt. Bei Funk steht das Thema fest und wird nur mit dem gefüttert, was der Reportage vorteilhaft ist. Ja, ich würde es nicht Funk generell sagen, weil es gibt ja auch Funk-Kanäle, die coolen Stuff machen. So, ne? So ist nicht. Und auch es gibt auch Funk-Reportagen, die gut sind, so ist nicht. Aber natürlich gibt es hier Beispiele, wo das ist. Und alles andere, was dem Thema und dem Punkt abschwächen könnte, wird gekonnt verschwiegen. Generell wird alles rund um Aline in meinen Augen absolut falsch dargestellt. Zuerst kamen die Videos, dann der Hate, der aus dem Kontext gerissen und verrührt wurde. Aline. Ja, sie hat halt ein krebskrankes Mädel abgezogen, also was ist abgezogen? Sie hat halt einfach ein Spendenkonto eröffnet und ihr das Geld nicht gegeben. Sie hat es nicht selber eingesteckt, das habe ich nie gesagt, weil sie hat nur ein Spendenkonto eröffnet und ihr das Geld nicht gegeben. Mit einem krebskranken Mädel, das ist halt so, ja, okay. Ich kann verstehen, warum man sie hatet. Ist halt einfach. Aber schade, dass offen und ehrlich, oder nicht offen und ehrlich, schade, dass Rabi hat das nicht erwähnt. Kein Maskengame gewesen, wie Kalli oder Rainer. Da stand immer die Kritik. Offen und ehrlich, such gerade neuen Host. Soll ich mich mal bewerben, Chat? Im Vordergrund. Bis die Leute irgendwann mitbekommen haben, wie Aline auf diese Aktion vereinzelt anspringt. Im öffentlich-rechtlichen YouTube-Channel Worldwide Wohnzimmer hatte auch Kopfnuss Kalli einen großen Auftritt. Vinzenz erstes Mobbing-Opfer. Kopfnuss Kalli ist eine lebende Legende. 1,20 Meter hoch. Aus Ports. Aus Ports. Oh nee, tut das bitte nicht. Hä, die war noch, das war doch, hä, die hat doch gesagt, das ist eine lebende Legende. Ich sehe, was ihr machen wollt. Ihr wollt den beiden ankreiden, dass er davor gekommen ist. Bitte nicht. Ich habe mich beim Worldwide Wohnzimmer gemeldet und wollte wissen, wie sie dazu stehen, dass sie eine sogenannte Maske erst richtig bekannt gemacht haben. Ein Interview haben Dennis und Benjamin Wolter mir aus Zeitgründen abgesagt. Sie haben das Game um Kalli also so richtig groß gemacht. Die haben doch gesagt, das ist eine lebende Legende. Das ist doch nichts Negatives. Hä?
Die Drachenlord-Telegram-Gruppe hat 4K-User. Der Discord über 50.000, so wie mir gesagt wurde. Die Bachmann-Telegram-Gruppe hat 5.000 User. Die Kali-Gruppe, die von den beiden Volta richtig groß gemacht wurde, hat 100. Das ist mittlerweile 5 Jahre her und da sind immer noch nur 100 Leute. Und ihr wollt euren Kollegen das jetzt ernsthaft ankreiden? Immerhin sind die beiden nicht ungewollt zu ihm gefahren und haben ein öffentlich-rechtliches Besuchsvideo gemacht, ne? Kleiner Funfact an der Stelle. Kali hat sich übrigens sehr über die Erwähnung bei Worldwide Wohnzimmer gefreut. Er wollte da sogar hin, was aber seit 5 Jahren bis heute abgelehnt wurde. Vielleicht, um ihn auch nicht derart öffentlich vorzuführen, wie ihr es da tut. Immer schön auf die anderen, aber nicht... Aber das Ding ist, guck mal, die haben ja nichts gegen ihn gesagt, nichts Böses. Und werden jetzt quasi kritisiert, weil sie ihn erwähnt haben. Das reicht schon scheinbar. Aber Rabi hat doch genau dasselbe. Die erwähnen ihn doch auch. Und das vor so einem noch größeren Publikum. Deswegen ist so, hä? This make no sense. Immer head. Nicht vor der eigenen Haustür kehren. Man könnte ja im Schnee ausrutschen. Wenn das den anderen passiert, sind sie halt selber schuld. Aber oh, guck mal da. Die Nachbarn, ne? Die haben die Straße nicht geräumt. Erzählen wir mal in der Nachbarschaft rum, dass die ganz, ganz doll fahrlässig sind und so, ne? Dass ihr es noch wagt, euch als Anti-Mobbing-Jesus zu stilisieren. Das ist nicht nur das auch, weil ihr seid so krank auch, weil ihr die Leute so mobbt. Kali hat hier Tränen in den Augen. Bei den Tätern aber kein Mitleid. Der Reporter gibt sich hier wahnsinnig geschockt. Dass Kali öfter mal unter Drogeneinfluss, besser gesagt Pep, steht und seine Mimik deswegen so eskaliert, wie Vincent angemerkt hat, wird aber abgeschmettert. Guck mal, er weint doch, der Arme. Diese Maske lässt der Reporter aber so ein wenig später selber fallen. Ja, da ist die Maske ja tatsächlich gerutscht. Auf einmal lacht er doch selber über Kali und zwar herzhaft. Ja, was ist denn da passiert? Ich dachte, das ist so verwerflich, sich über den lustig zu machen. Wie die Hacking-Gruppe NRR das komplette Leben von Aline Bachmann geleakt hat. Kontoauszüge, private Fotos. Ich muss sagen, sowas finde ich auch nicht cool. So, so private Fotos und Kontoauszüge und sowas zu leaken, das ist auch not so cool, wie das DJ-Label von Revenzeit. Das fühle ich auch nicht, muss ich sagen. Aber trotzdem hat Aline Bachmann auch sehr viel Kacke gebaut. Die kompletten Kontakte aus ihrem Handy und auch ihre private Adresse. Nun wird aufgezählt, was Aline alles so im Laufe der Zeit passiert ist. Es folgen weitere Beispiele. Aber warum wird nicht gesagt, was sie getan hat? Ist ja doch mal wichtig, oder nicht? Spieler. Nachdem ihre Adresse bekannt ist, beginnt der Zugriff auf ihr echtes Leben. Schaut euch mal Krankenwagen, Polizei. Bei mir haben sie gerade die Wohnung gestürmt. Freunde, ihr seht hier ja gerade ein zensiertes Bild. Einfach aus dem Grund, dass da Alines Wohnort geleakt wird. Die gesamte Straße und Umgebung wird gezeigt. Denkt dran, das läuft am 8.8. im Fernsehen, dieser Beitrag. Das kommt im Fernsehen. Es wurde übrigens nicht von den ARD-Leuten zensiert, ne? Sondern von mir. Ihr habt Aline gerade allen Ernstes öffentlich-rechtlich gedoxt. GG. Das ist nochmal eine Nummer härter als 90%. Ja, aber sie haben sie ja nicht, also ich würde nicht sagen, dass man sie richtig gedoxt hat, sondern sie hat es ja selber gepostet, sie hat es selber hochgeladen. Also sie hat sich selber gedoxt. Und der... Trotzdem doof, das zu zeigen, auf jeden Fall, klar. Jetzt fange ich auch schon an, Aktion zu sagen. Ja, hergegangen am Tor gerüttelt, ne? Mir ist das gerade erst beim dritten Mal gucken aufgefallen, dass sie die gerade wirklich geleakt haben. Naja, machen wir mal weiter im Text. Die Hater bestellen ihr Sexspielzeug und schicken mehrfach die Polizei vorbei. Ihrer Mutter wurde sogar ein Leichenwagen geschickt, mit der Behauptung, sie sei verstorben. Die Person, die da angerufen hat, die hat ganz schön authentisch gewirkt. Ja, das ist ja eine nette Aufmachung der Dinge, die Aline so passiert sind. Das, was anderen Leuten wegen Aline passiert ist, wird das auch so ausführlich benannt? Nee, überhaupt nicht. Das schadet ja, dem Opfernarrativ, das sie auf Krampf spinnen. Das ist so hoch notutopisch, ich kann es einfach nicht fassen. Ich sehe gerade, ein wenig später wird die Straße von Aline Bachmann einfach nochmal geleakt. Und dann kritisieren das genauso, was passiert. Ja, geht. Ja, warum? Ich komme wie so ein Papagei vor. Warum? Warum, ey? Um Minute 39 rum passiert nochmal etwas. Naja, ich konnte nicht fassen, dass sie das wirklich in der Doku drin gelassen haben. Die beiden fahren, wie vorhin gesagt, ungewollt zu Kali. Und seht einfach selbst. Wir sind wieder in Aachen, auf dem Weg zu Kopfnuss Kali. Aachen Rote Erde! 52070 ist die Gang. Der Obdachlosenunterkunft, in der er wohnt. Oh shit, wir sind da. Check die Straße. Die Straße ist echt krass, Jungs. Die müsst ihr auf jeden Fall drauf haben. Die haben die Straße wirklich gezeigt. Die wurde erneut von mir zensiert. Bro, die haben die Straße gezeigt, wo Kali wohnt. WTF. Aachen Rote Erde ist sowas wie, wie Frankfurt Bahnhof. Das zweite Mal innerhalb von 5 Minuten, dass hier öffentlich-rechtlich jemanden geleakt haben.
Okay, das ist wirklich ein Leak gerade. Komme nicht drauf klar. Das ist wirklich gerade ein richtiger Leak. Das geht gar nicht. Frankfurt Bahnhof in Leid. Ja, okay, schon ein bisschen in Leid, muss man sagen. Und auch noch die Leute, die sie verteidigen wollen. Sie beschweren sich erneut über Besuchervideos. Meme, machen selber eins, ne? Vor wesentlich größerem Publikum. Sie beschweren sich über Adressenleaken. Meme, machen das zweimal selber indirekt. Wisst ihr, wie einfach es ist, das dadurch herauszufinden? 10 Minuten und ich habe Kallis Adresse. Durch euer Video. Gut gemacht. Hauptsächlich sind das sehr junge Menschen, die jetzt so ganz neu ins Game einsteigen. 13, 14, 15-jährige TikTok-Hater, ja, die auf TikTok da irgendwelche Videos von vor 5 Jahren vom Kalli hochladen. Also da ist kein Game mehr. Auch darüber habe ich mich mit jemandem in der Szene unterhalten, weil es schon relativ auffällig ist, dass Vincent sich darüber beschwert, dass die Leute, die sich in den Games bewegen, so jung sind. Ich weiß aber wahrscheinlich, welche Straße die meinen. Die haben ja gesagt, die Straße ist echt krass, nimm die mit. Allein, wenn man aus Aachen kommt und das hört, weiß man so, okay, ich kann mir vorstellen, wo die waren. Was hat er nochmal vor einer Minute gesagt? Als ich das erste Mal beim Kalli angerufen hatte, da war ich selber noch so ein 14, 15-Jähriger oder so 16. Oh mein Gott. Es ist vorbei. Aber warum? Es gibt nichts mehr von mir. Möchtest du denn nicht mit uns sprechen? Nein. Ohne Kamera sind wir nochmal mit Kalli um den Block gegangen. Er hat sich entschieden, nichts mehr preiszugeben. Ja, Bro, warum, Digga, warum nervt ihr den denn, wenn er nicht im Internet mehr sein will? Wenn er nicht mehr rein, wenn er einfach seine Ruhe haben will? Lasst ihn doch in Ruhe. Und sich nicht mehr öffentlich zu zeigen. Schön, wie ihr drei ihn da überreden wollt. Er hat sich dazu entschieden, sagst du also. Wir haben die Audio vorhin gehört. Wieso sagt Kalli dann bitte, dass er das nie wollte? Einer von euch beiden lügt. Welche Intention könnte Kalli gehabt haben zu lügen? Welche der Reporter und Vincent? In meinen Augen, ne, mutmaßlich der Reporter, aus bereits genannten Gründen und der Abwehrhaltung, die Kalli vor ihm einnimmt. Der will das ja offensichtlich nicht. Zum Schluss der Reportage geht es darum, dass die Täter anonym bleiben, aber... Aber die Opfer des Hasses werden in ihrer realen Existenz zerstört. Bevor es die virtuelle Welt gab, nannte man das Lynchjustiz. Wow, was für ein dramatisches Ende. Aber nein, das ist völlig falsch. Als Lynchjustiz wird das widerrechtliche Verurteilen und die vollendete oder versuchte außergerichtliche Tötung vom tatsächlichen oder vermeintlichen Straftätern, Beschuldigten oder Verdächtigten ohne richterliches Urteil bezeichnet. Das hat nichts mit dem zu tun. Das ist völlig falsch. Aber Hauptsache mal prägnante Schlagworte gen Ende bringen, das kann man ja einfach mal in den Raum werfen, die bleiben ja so schön kleben. Das war's auch soweit mit der Reportage. Fertig sind wir hier allerdings trotzdem noch nicht. Ui, okay, was passiert jetzt hier? Ich gebe euch mal kurz ein paar Zusatzinformationen. Zitat Minute 414. Opfer sind Rainer W., der YouTuber Mimon Baraka und Kopfnuss Kalli. Im Oktober 2018 hat Mimon noch mit einer Waffe rumgefuchtelt. Mittlerweile wird er komplett in Ruhe gelassen und macht keine Videos mehr. Er ist ein Beispiel für jemanden, den es nach der Online-Präsenz deutlich besser geht. Vielleicht hättet ihr das einfach mal recherchieren können. Ne? Auge, Herr W. Um Minute 5 und 10 Sekunden hieß es, dass Kalli ein eigenes Internetforum habe, über das Vincent an ihn rantrat. Kalli hat Facebook. Mark Kalliberg oder was? Wir haben jetzt viel über Vincent gesprochen, doch eins blieb unbeantwortet. Wer ist dieser Typ, mit dem ARD da zusammenarbeitet? Wirklich? Ihr erinnert euch an sein Dritte Reich-Flaggen-Headset? Hier seht ihr ein paar weitere Bilder. Und hier ein Bild von Bismarck, das an seiner Wand hängt. Wie konnte das der Reporter nicht bemerken? Okay, das ist echt miese Qualität. Ich kann das gerade nicht erkennen, muss ich ehrlich sagen. Oder war es ihm einfach egal? Vincent arbeitet übrigens anscheinend bei der Bundeswehr. Zumindest steht das so auf Facebook und... Das ist schon so ein Red Flag. Es ist irgendwie so ein bisschen Klischee, aber pass einfach mal auf jetzt. Auf Facebook wurden... Aber auch Red Flag, nicht alle bei der Bundeswehr sind kacke, natürlich nicht. Aber ich kenne eine Person bei der Bundeswehr, die mag ich so gar nicht. Deswegen ist Bundeswehr für mich einfach gerade so... Nee, ciao. Nämlich noch ein paar andere Sachen klar. Zum Beispiel die Gruppen, an denen Vincent sich so beteiligt und die ihm gefallen. Da hätten wir Sachen wie AfD-Chan, Kaiserreich Bismarcks Erben... What the fuck? Aus Liebe zu Deutschland... What the fuck? Der deutsche Adel... What the fuck? Der Patriot... What the fuck? Deutsche Militärzeitschrift, die dem Rechtsextremismus zugehörig ist, cool. Den Zweiten Weltkrieg und die Taten der deutschen Seite unkritisch gegenübersteht. Und da werden auch ganz gerne mal tendenziell geschichtsrevisionistische Dinge publiziert. Und die Seite, die er geliked hat, namens Deutsche Ostgebiete mit dieser Karte, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Was in diesen Gruppen, die ihm so gefallen, gepostet wird, seht ihr hier. Einen schönen Kollegen hast du da, lieber Reporter. Und mit einer tollen Person habt ihr da zusammengearbeitet. Okay. Alarm. Bro, ich sag mal so, der sollte meine Lefty-Freunde nicht begegnen in Aachen. Die sind nicht so nett, die machen nicht nur Bonk mit Baseballschläger. Shit, Mann, Alter. Liebes Team von ARD. Habt ihr das
wirklich nötig? Erinnert ihr euch dran, als Imp und Dorian damals wegen ihrer liberalen Einstellung gegenüber der Meinungsfreiheit, damals im Öffentlich-Rechtlichen, nebst Neonazi-Aufmärschen montiert wurden und diese als rechtsextreme Trolle von Böhmermann präsentiert wurden? Heute nehmt ihr euch de facto rechtsextreme Trolle und stellt diese als harmlos dar. Das ist halt so krass, weil einfach dieses in Aachen gedreht wurde. Zeiten ändern sich, was? Ich liefere euch jetzt noch. So, da laufe ich jeden zweiten Tag vorbei, Chat. Da laufe ich jeden zweiten Tag vorbei, um einen Crack zu kaufen. Kurz ein paar Indizien, warum ich nicht glaube, dass Vincent wirklich aus dieser Trollbubble raus ist. Am Anfang hieß es, er wolle aufhören, am Ende hat sich... Bro, wer solche Fotos macht, das ist sowas von Red Flag. Das aber nicht mehr so angehört, beziehungsweise er hätte Schwierigkeiten damit. Er will aufhören, redet aber abfällig über andere Hater und bezeichnet diese als TikTok-Hater, was in dieser Bubble so eine Masche ist, um andere Hater herabzusetzen, wie Sekal mir berichtete. Ihn stört es sichtlich, dass altes Matt verwendet wird. Warum sollte ihn das so aufregen, wenn er nicht mehr drin ist? Er hat nach wie vor Kontakt zu Kali und behauptete doch noch, dass ihm das reicht, um im Game zu sein. Lieber Vincent, du weißt ja selber, wie dein Standing in der Szene so ist. Also nehme ich mal an, dass du das weißt. Mehrfach, wenn Vincent seine Stories erzählt, unterdrückte er augenscheinlich ein Grinsen. Wirkt so ein wenig verdächtig, scheint so, als hätte er doch noch Spaß daran. Auch dieses, ey Jungs, film mal die Straße von ihm, scheint wohl doch noch ein bisschen so, als wärst du auf haha hihi aus, ne? Ich weiß ja nicht. Er will nicht aus allen Gruppen raus, FOMO und so. Naja, ist aus dem Game raus, legt aber noch das komplette Mindset an den Tag. Von wegen ein zu verachteter Aussteiger zu sein, ne? So ein Unsinn, Alter. So ein Unsinn. Das ist, als wenn ein Nazi sage, er sei ja Aussteiger und habe reflektiert und das wäre ja doof, was er gemacht hat. Und den nächsten Satz dann, ja nö, ich trenne mich halt nicht von der Gruppe und ich mache immer noch Sachen mit denen. Und jetzt noch der letzte Kracher. Habe ich zufällig eine Audio, die zeigt, dass du immer noch genau das gleiche machst. Diese Doku also quasi... Oh, das jetzt wird spannend, jetzt sind wir spannend. Quasi dafür benutzt hast, das Level etwas anzuheben. Nein, wir kommen nicht so plötzlich damit. Vince wurde halt gefragt, ob er sowas machen will. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn da irgendwie unterstütze, ob ich da mitkommen will. Ob ich dann noch froh sein kann, dass wir wenigstens mit Kali ins Gespräch kommen. Aber dem war ja nicht so, weil Kali völlige Psychosen schiebt wegen diesem scheiß Erdmann. Ach, und noch was. Ich bin ja auch nicht umsonst zum Kali gefahren und hab denn da 30 Euro Handykarten und so gekauft. Nur mal so, just for your information. Ach, wieder das Mädchen als Lockvogel also. Und das hat sich auch noch mit 30 Euro Handykarten bei ihm eingeschleimt. Hört sich jetzt irgendwie wirklich nicht mehr danach an, als wäre das alles vorher mit ihm abgesprochen worden. Ladies und Gentlemen, wir präsentieren euch das größte öffentlich-rechtliche Hater- sowie Besuchsvideo. Da habt ihr euch wirklich fein an der Nase herumführen lassen, liebe ARD. Letzte Worte zum Verhalten des Moderators. Also hat dieser Vincent das einfach in die Wege geleitet, damit die diesen Kali noch mehr nerven können, oder wie soll ich das verstehen? Mir wurde etwas zugeschickt. Ich wüsste jetzt gerne, ob das echt ist. Ja? Wenn einer von dem Christoph da, diesen Typen da, ne, die Telefonnummer hat, her damit. Holen wir den nämlich mal hier in die Gruppe rein. Wollen wir mal sehen. Ist nichts mit weglaufen oder was? Das zeigt nämlich dann die Feigheit, wer hier rausgeht. Gerade der Christoph. Schöne undichte Stelle übrigens in der Gruppe. Also wenn das echt ist und du nicht in der Lage bist, dich der Konfrontation zu stellen, warum du ihn unerlaubt besucht hast. Ja, das ist uncool. Einfach die Gruppe verlassen, ohne Kali Rede und Antwort zu stellen. Naja. Ich weiß ja nicht, ob es echt ist, hat der Nero ja auch schon gesagt. Ich frag mal so, wie fühlt es sich eigentlich an, von Kopfnuss Kali vorgeführt zu werden? Boah, nochmal schöne Outro-Musik, muss man sagen. Ey, ich fand es ein sehr gutes Video. Ich bin ein paar Mal nicht so ganz mitgekommen, weil irgendwie so ein paar Informationen zu schnell beziehungsweise ein paar Sachen schon, ja, zu viel vorausgesetzt wurde. Ich bin nicht der hundertprozentige Freund vom Titel. Ich hätte es ein bisschen anders genannt, aber man kann es schon so nennen, würde ich sagen. War ein krasses Video auf jeden Fall. Also das Endpart war der krasseste auf jeden Fall. Hier war es so ein bisschen so, okay, er hatte vorausgesetzt, dass man die ganzen Drachenlord-Sachen kennt. Ich kenne die halt nicht. So, selbst wenn ich sogar viele verfolge davon, dachte ich. So, es war auf jeden Fall interessant. Aber ich würde nicht sagen, dass die Zerstörung vom ersten war. Ich glaube, das erste ist ein bisschen mehr als irgendeine Rabiat-Doku, die um nachts im Internet, also die nachts halt im Fernsehen läuft. Das erste ist ein Tutti-Sender. Das erste macht sehr gute Sachen. Da haben sie ins Klo gegriffen, auf jeden Fall. Aber ja. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, abonniert doch gerne rein. Vor allem, weil Nero hat mir geschrieben, es kommt ein zweiter Teil online, weil ein bisschen was vorgefallen ist von der ARD, beziehungsweise von ein paar Leuten der ARD. Deswegen abonniert gerne rein, wenn ihr auch die Reaction davon nicht verpassen wollt. Und ja, ich trinke jetzt meinen Kaffee und gehe nach zum Sport. Tschüssli!